So, und damit herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve, das da drüben ist Benny und wir spielen heute Signalis mit euch. Und wir starten rein in dieses sensationell gute Spiel. Wach auf. Ja, und hat gleich Ghost in the Shell Vibes, ne? Irgendwie. Okay, wir haben so ein bisschen asymmetrische Ansicht hier. Und wir sind gerade aus einer Kältekammer oder irgendwas erwacht. Sind wir auf einer Raumstation? Entweder das oder eine Fabrik oder irgendwas. Wir sehen auch ein bisschen synthetisch aus irgendwie. Wir haben auch keine Füße. Stimmt. Wir haben keine Füße. Okay, cool. Kann man machen. So, hier komme ich nicht durch. Das Schloss ist defekt. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Okay, oh Gott. Ja, wir können jetzt mal fast überall hin. Ich gehe mal nach oben. Was ist das? Aufklärungsraumfahrzeug Typ Penrose. Penrose Typ Raumfahrzeug Einsatzhandbuch. Penrose Typ Raumfahrzeug der Volksmarine Oisans sind ökonomische Aufklärungsfahrzeuge, die jenseits des Randes des Sonnensystems auf der Suche nach bewohnbaren oder rohstoffreichen Planeten und Monden eingesetzt werden, um das kontinuierliche Wachstum unserer großartigen Nation zu unterstützen. Alle Penrose-Fahrzeuge werden von einem Gestaltaufklärungsoffizier gelenkt, unterstützt von einer Landvermessungsschifftechniker Replika LSTR. Dieses Partnersystem der Gestalt-Replika-Kooperation hat sich an zahllosen Aufklärungsmissionen bewährt. Gegenseitige Kontrolle und Unterstützung erlauben es sowohl dem Gestaltoffizier wie auch der Techniker-Replika optimale Leistung zu erbringen. Sobald das Raumfahrzeug von einem orbitalen Massebeschleuniger zum Rand des Sonnensystems katapultiert wurde, kann der Pilot den Kurs vom Cockpit aus anpassen, während sich die Replika um die mechanischen Instandhaltung des Schiffs kümmert. Wisst ihr Bescheid? Irgendwie erinnert mich so ein bisschen an Oblivion. Oblivion? Hieß es Oblivion mit Thomas Krause? Mit Tom Cruise? War das Oblivion? Ich glaube ja, ne? Wo er irgendwie, sind sie ein, was haben sie gesagt? Sind sie ein effektives Team? Wir sind ein effektives Team. Das weiß ich auch leider auch nicht. Oh, was ist das? Freigabe. Zufällig okay, korrekt. Gut, also hier braucht man anscheinend noch den richtigen Code für. So. So, was meinst du, Manny? Soll ich den Effekt so drin lassen oder nicht? Oder ist der too much? Kannst du machen? Nö, klar, lass doch drin. Ja? Okay. Dave hat auch gerade geschrieben, er wird neu spoilern, wir sollen die Fahrt einfach genießen und ist eine Mischung aus Ghost in the Shell, Resident Evil und Lovecraft. Ja, ich glaube, das muss ich jetzt nicht vorlesen. Aus Kryo aufgewacht, okay. Elster. Gedanken versucht. Manchmal habe ich das Gefühl, das zu Hause. Ja, ist immer schwierig, so mit zerfetzten Nachrichten irgendwie vorlesen. Macht mich immer so an die Videos, die wir gemacht hatten mit unleserlich. Unleserlich. So, gibt's da eine Art Karte oder so? Das wäre, warte mal, mit M oder so eine Map? Ja, wir haben eine Map. Oh, jetzt, das ist aber wirklich Resident Evil, Alter. Ich sehe gerade im Chat, da wird gerade ein bisschen gemeckert nach Szene. Sam. So, er sucht. Jetzt haben wir es. Ja, Szene muss immer sein, irgendwie.
Okay, gleiche Tür. Stevie und seine Szene. Das Schöne ist, ich mache das mitunter schon absichtlich. Einfach, weil es Spaß macht. So. Oh, hier nochmal eine Broschüre. LSD-Funktionsreparaturlogistikmodul. Um unseren großartigen Nationen als Schiffstechniker auf einem Aufklärungsschiff des Penrose-Programms zu dienen, sind LSTR-Typ-Replikas wie du mit einem speziellen Reparaturlogikmodul RLM ausgestattet, was dir erlaubt, schnell und einfach Reparaturen an dir selbst und einem wichtigen Missionsausrüstung vorzunehmen. Auf RLM-Funktionen zugreifen. Öffne den Inventarbildschirm mit Tab. Wähle den Gegenstand zum Reparieren mit A und D aus. Ich muss jetzt natürlich das hier nicht vorlesen. Das ist was für ein Blödsinn. Im Kombinationsmodus wähle den zweiten Gegenstand für die Reparatur aus. Drücke F erneut, um die beiden Gegenstände zu kombinieren. Um Schaden am Replikakörper zu reparieren, wähle einen geeigneten Reparaturgegenstand aus und wähle einfach Benutzen im Aktionsmenü. Manchmal kann es helfen, einen Gegenstand von allen Seiten gründlich anzusehen. Wähle Ansehen im Aktionsmenü, um in den Inspektionsmodus zu gehen. Im Inspektionsmodus kannst du WASD benutzen, um den Gegenstand zu drehen und von allen Seiten anzusehen. So, Tab, ne? Oh. So, Tab, ne? Und... Aber wir haben auch noch nichts. Okay, Inventory ist leer. Schauen wir mal weiter. Oh, Inspect. Okay, Penrose 512. Status, kritisches Systemversagen erkannt, Ort unbekannte Planetenoberfläche. Na, das ist ja super, Alter. Besatzungsstatus, A. Jung. Pilotengestalt, kein Signal. Schau mal an, die Replika-Einheit ist aktiv in der Kantine. Das ist wichtig. Oberflächenlandung hat kritische Systeme beschädigt. Achtung, Oberflächentemperatur extrem niedrig. Bei AVA Schutzkleidung tragen. Okay, also wir können anscheinend auch jetzt so einfach... Oh, was haben wir da? Duct Tape. Klebeband. Klebeband aufgehoben. Wunderbar. Schön. Ah, mit Tesa. Jetzt läuft der Laden, Alter. Wir haben Tesa. Wir sind unbesiegbar. Jetzt können wir alles reparieren. Genau. So, dann gehen wir mal hier lang. Kann ich ja nicht. So. Take a look at the map. Und dann nach unten. Ja. So, ich weiß auch nicht, ob es so sinnvoll ist, dass ich als Orientierungshirni das spiele. Ja, doch, doch, doch. Oh. Fahrstuhl, oder was? Ist das ein Fahrstuhl? Oh, krass. Ja, ist ein Fahrstuhl, ja. Ich würde mir tatsächlich aber erstmal nochmal ganz kurz die anderen... Oh Gott. Oh Gott. Der Aufzug wurde aus der Vitrine entfernt. Was? Der Anzug? Ja, weil du bist hier, wenn du nach vorne nochmal guckst, da steht nämlich Dekomprimierung. Hier, Achtung, Dekompressionsgefahr. Okay. Also, nicht geil, aber oh, hier ist noch einer. Kann man den nehmen? Kann man den nehmen? In der Vitrine befindet sich ein AVA-Anzug. Ja, den brauchen wir ja, um rauszukommen, ne? Weil, um dann den Dings wieder in Betrieb zu nehmen. Okay. Ja, Insert ja. Keycard. Schade, ja. Wir haben keinen. Piep, piep, piep. Luftschleusenschlüssel benötigt. Verdammt. Okay, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Na, umdrehen? Ja, ich kann mich nur bis zu einem gewissen Punkt drehen. So bis hier und jetzt endet's. Ach so, okay. Ja. Nee. Escape? Nee, ne? Also, obwohl Escape ist ja wahrscheinlich blöd. Ah, rechte Maustaste durchdrücken. Dann geht er. Dann geht er zurück, ne? Dann geht er zurück. So, können wir hier lang? Ja, hier können wir hin. Sind wir nicht von da gekommen? Ja, das ist halt das, was ich meine, ne? Orientierungskasper. Das wird so schön werden für euch. Nicht. Oh, das Cockpit. Dann mal hier. Ein Foto. Nimm das Foto. Ein verblasstes Foto hängt an der LDA-Steuerung. Foto nehmen. Ja. Foto aufgehoben. Okay.
Kann ich jetzt einfach nur wild rumfummeln an Knöpfen drücken? Das kommt ja immer ganz besonders gut. Die Backbord-Instrumententafel. Es gibt ein kritisches Systemversagen aufgrund der harten Landung. Die Instrumententafel des Schiffs. Ein hoffnungsloser Fall. Basierend auf den Anzeigen wird es wohl nie wieder fliegen. Natürlich. Hallo? Okay. Was? Hallo? Tja, ist das, wahrscheinlich kann ich es mir noch angucken oder so? So, okay. Können wir denn noch hier irgendwie... Willst du jetzt wirklich auf irgendwelche wilden Knöpfe drücken? Ja, vielleicht kann man ja für irgendeine Sektion quasi wieder mit Strom versorgen oder so. Vielleicht haben wir jetzt wirklich nur tatsächlich hier das Foto gefunden. Maybe. So, weil so ad hoc wisst ihr jetzt nämlich auch erstmal nicht, wie wir jetzt hier weiterkommen. Achso, Moment. Nein. Ach, das ist ja interessant. Okay. So. Na, haben wir denn schon im... Warte mal, wir haben ein oberes Deck. Haben wir nicht noch unten auch noch ein paar Sachen gehabt? Na, dann gehen wir mal runter. Ich weiß ja nicht, ob wir unten jetzt wirklich alles so schon erkundet hatten. Ich bin zwar der Meinung, ja, aber wir können ja trotzdem mal schauen. So, was haben wir? Wir haben jetzt Tesa und ein Foto gefunden. Sieht schlecht aus. Also, ich glaube, wir müssten vielleicht noch mal ins Cockpit. Nach unten können wir aber jetzt hier nicht laufen. Achso, okay. Nee, es geht nur nach oben. Gehen wir noch ganz kurz ins Beat. So, können wir denn hier nicht irgendwo... Weil warum soll ich jetzt hier drauf zugreifen können? Also so nah, ne? Irgendwie, das irritiert mich so ein bisschen. Wird nie wieder fliegen, ja, das, schade. Und schon sind wir lost. Scheiße. Hat nicht lange gedauert. Achso, warte mal, wir können natürlich, lass uns doch mal ganz kurz hier mal raufschauen. Vielleicht finden wir hier hinten, aha, so, so. Und da haben wir auch die Kombination. Für das Eingabefeld an der Kryokapsel. Ja, für den Düp. So, ist rot jetzt an oder ist, ja, rot ist an wahrscheinlich, wa? Können wir ja ausprobieren. An, aus, an und dann, ne, und so weiter. Okay. Na, ist aber doch nicht so lost. Nur fast lost. Nur fast. Wollte ich noch schön vorher vorgelesen, man kann im Inventar die Gegenstände drehen, das ist auch immer sinnvoll. Ja, genau. So, der erste Gegenstand, so ja gar nicht mehr gemacht. Schon völlig vergessen. So, ich habe auch das Gefühl, dass der Tee aber sehr, sehr elementar wichtig werden wird hier. Ja. So, okay, alles klar. So, dann würde ich jetzt hier nochmal ganz kurz nochmal einen Blick raufwerfen. Okay. Na, probieren wir mal. Okay. Hast du das gemerkt? Ja. Okay. Ah, und es öffnet sich. Sehr gut. So, was ist da jetzt drin? Ist da ein Körper? Da ist nichts drin. Aber es sieht aus wie Flüssigkeit, die... Zwei Stück einer zerbrochenen Schlüsselkarte liegen. Ah, oh, und das Tesaband hat seinen großen Auftritt. Okay. Oh, Luftschleusenschlüssel. Na, wie kriegen wir den jetzt wieder ganz? So, okay. Aktion, benutzen. Nee, kombinieren. Kombinieren. Wunderbar. Eine Magnetschlüsselkarte, die Zugang zur Luftschleusensteuerung des Penrose gewährt. Mit Kleeband repariert. Wie auch sonst, MacGyver-mäßig. Nur so jetzt. Nein, geh nochmal runter. So. Schön. Leider muss ich trotzdem nochmal ganz kurz gucken. So, warte mal. Karte scrollen. Achso, und dann kann ich... Wir müssen in den Airlock, ne? Ja. Okay. Dann kriegen wir den Anzug und dann können wir wahrscheinlich raus. Glaube ich. Das ist ja... Hier schon? Nee, nee, noch weiter.
So, hallihallo. Also wenn ich hier in Penrose bin, da startet mein Rechner durch. So ich merke schon im Hintergrund so... Turbine, zwei starten! So, okay. Benutzen. Luftschleusenschlüssel benutzen. Ja. Luftschleusenschlüssel benutzt. Confirm. Okay. Das hat schon so, der Manga-Stil ist schon drin, ne? Der ist da. Finde ich auch nicht zu überzogen, irgendwie. Ist ganz geil. Ich bin gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Also klar, raus, aber... Das war übrigens das Tutorial. Schon im Tutorial gescheitert. So, wo sind wir? Ah, wir müssen auf Hut sein. Eindeutig. Holen wir uns noch einen Wampa. Denn die setzt sich ab. So, warte mal. Muss ich jetzt laufen? Ja, wahrscheinlich. Oh ja. Interessant. Hier hat man tatsächlich sehr viele Interaktionsmöglichkeiten an Stellen, wo man eigentlich nicht wirklich damit rechnet. Ne? Also das hätte jetzt auch einfach so eine Demo-Sequenz, weil du halt von dieser asymmetrischen Sicht irgendwie immer auf eine dreidimensionale wechselst. Finde ich, das ist cool gemacht. Was schmunzelst du da? Ja, alles gut. Oh, das ist aber eine Treppe, die würde ich glaube ich nicht so nehmen. Oh. Das ist nicht für jedermann gedacht. Ja, so ein Geländer hätte es auch nicht noch gebracht, oder was? Also das ist... Ja, zum Glück musst du da nicht runterlaufen, händisch. Ja, auch so im Real Life nicht. Ein seltsames Loch führt tief in die Erde. Ein schwaches Licht leuchtet in der Tiefe. Ist das Loch kriechen? Nope. Also, ja, weil... Also, Zählt auch zu den Sachen, würde ich's tun? Wahrscheinlich nicht. Ach, cool. Ich mag's jetzt schon. Ich mag's wirklich jetzt schon. Das ist cool. Das ist cool. Wo sind wir? So, okay. Was ist das? Ein antik anmutendes Buch liegt auf dem Tisch. Es ist, als ob es mich ruft. Der König in Gelb. Ah, jawoll, Alter. Jawoll. Schönes Ding. Oh Gott. Die Funkstation ging an. Nachrichtenübertragung wird vorbereitet. Weil wir das Buch genommen haben. Was? Ja, der König in Gelb. Schreib auf, Benny. Naja, sag mal, tipp doch gerade ein. 3, 9, 4, 8, 6. Geht auch weiter. Ich bin schlecht vorbereitet. Oh, ist das jetzt hier so ein Triggercode bei uns? Löst das irgendwas in uns aus? Wenn wir aktiviert? Das wäre fies. Warte, ich schreib's mir auf. 3, 9, 4, 8. Tiefe Löcher wären. Oh, heimliche Graben, wo die Poren der Erde genügen sollten. Nice. Schöne Zitat von Lovecraft. Und Dinge haben zu gehen gelernt, denen es zu kriechen gebührt. Hast du dir mal erinnere dich an unser Versprechen. Wake up. Das ist meine Ouvertüre, Freunde. Okay, Fanboy. Es hat mich. Lovecraft ist absolut genial. Fieser Wicht, absolut. Synchronizität.
Ist eine Anspielung auf Silent Hill 2, oder? Schön. Geil, die Mucke ist... Oh. Hat mich jetzt schon abgeholt, hat mich jetzt schon abgeholt. Benni, wie sieht's denn bei dir aus? Bist du schon Feuer und Flamme? Oh, es geht noch. Ja? Echt? Ja. Ich weiß, du bist ja nicht der große Freund von dieser asymmetrischen Sicht, ne? Nee, ist nicht ganz meins. Deswegen bin ich auch froh, dass du das spielst, weil ich wusste, dass das was auf jeden Fall für dich ist. Oh, wir haben noch einen Flyer gefunden. Willkommen in S23 Sipinski. Sie wurden ausgewählt oder haben gewählt, von Aeon nach S23 Sipinski verlegt zu werden. Auf Leng am Rande des Sonnensystems situiert, ist S23 Sierpinski der perfekte Ort für einen Neuanfang. In unserem renommierten Berufsschulanlagen werden Sie neue Fähigkeiten lernen, mit denen Sie Ihre Zukunft als produktiver Bürger unserer wertvollen Nation gestalten können. Hier werden Sie alles über die kriegswichtigen Felder, Mineraliengewinnung, Erzraffination und Munitionsproduktion lernen und somit zur Zerschlagung der Überreste des Kaiserreichs beitragen. Und natürlich ist Lernen nicht nur Theorie. Aeon ermöglicht es Ihnen, Ihren Anteil zu verdienen und dabei Ihr neues Handwerk direkt am Arbeitsplatz zu üben. Besorgt um Ihre Familie, Freunde, frühere Kollegen, fragen Sie einen Protektor nach unserem Rationsverteilungsplan. Ein Anteil Ihrer Rationsmark kann einem Empfänger Ihrer Wahl weitergeleitet werden. Ohu, Dystopie! Schönes Ding! Ah, der Oberflächenlift. Ich muss nicht zurück. Das sagst du jetzt. Eine Schlüsselkarte mit einer Notiz ist an das Fenster der Rezeption geklebt. Aufgrund von Personalmangel Neuankünften in Klassenzimmer 4C Nordost anmelden. Ah, wir haben Rezeptionistenschlüssel nehmen. Ja. Haben wir aufgehoben. Wunderbar. Haben wir eigentlich im Inventar noch das Buch des Gelben Königs? Nee, schade. Nee, wahrscheinlich hat das irgendwie, wir waren ja jetzt auch völlig woanders, ne? Irgendwie. Ja, ja, genau. Wir sind ja jetzt auch woanders gespawnt. Ne? Hätte sein können, dass da noch irgendeine Info oder so drin war, ne? Wegen Umdrehen, Aufklappen oder so. Ja. Ach, guck mal, und der Code ist auch weg. Oh, warte mal, was ist das hier? Was ist das? Moment mal, Moment mal. Was denn? Was steht da unten in der Ecke? Kann ich zoomen? Nee, wahrscheinlich nicht. Scheinbar wurde das Pigment durch Alter und Umwelteinflüsse beschädigt. Okay. Kannst du das lesen, Benni? Nee. Soll man das lesen können? Ist das relevant? Sieht aus wie eine Unterschrift oder wie eine Bezeichnung. Atelier oder irgendwas, irgendwas mit A, glaube ich. Am Anfang. Oder doch nicht? Mit N? Ja, mit N, ja. Okay, vielleicht, mal schauen. Vielleicht können wir es noch gebrauchen. So, was heißt denn gelb? Achso, gelb ist wahrscheinlich mit Schlüsselkarte. Und wir haben den Rezeptionistenschlüssel benutzt. Alles klar, gelb heißt also verschlossen. Und jetzt ist auch verschlossen. Da gibt's mal nichts. Der ist auch verschlossen. Verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Okay, gut. Den haben wir noch nicht. Oh, die Kamera bewegt sich mit. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch beobachtet. Somebody's watching us. The corridor. So, gehen wir mal hier erstmal nach oben. Eieiei, was hier passiert? Okay. Was hier? Dead Body. Eine tote Eulen-Einheit. Sie ist in schrecklichem Zustand. Was ist eine Eulen-Einheit? Entzündet aussehende Biokomponenten wölben sich aus ihrer beschädigten Schale. Was könnte das bloß verursacht haben? Virus. Warte mal, jetzt mal gucken, wie groß ist der Raum? Oh, noch einer. Ist das auch so eine Eulen-Einheit oder sind das andere? Wird wahrscheinlich unterschiedliche Einheiten geben, gehe ich mal von aus. Eine tote Eulen-Einheit. Okay. Warum wurde sie hier zurückgelassen? Gut, fang mal hier unten an. Zu. Natürlich. So, gehen wir da rein. Ist das düster? Na? Wartungsformular F29. Datum der Wartungsanfrage
84-21-4. Vollständige Protector-ID der anfragenden Einheit Oil. Ja. S2309, Replika, Status, Personal, Abteilung. Vollständige Protector. Sorry, Leute. Fangen wir mal kurz von vorne an. Das war nix. Das war nix. Datum der Wartungsanfrage 84-21-4. Vollständige Protector-ID der anfragenden Einheit EULR S2309. Replika, Status, Personal, Abteilung. Vollständige Protector-ID der verarbeiteten Einheit ARAR S2303. Replika. Wartungsobjekt, Mond und Töchter Hochsicherheitswandtresor, numerischer Ziffernblock. Standort des Objekts, Klassenzimmer 4B. Beschreibung, der Wandtresor im Klassenzimmer 4B setzt sich ständig auf den Standardkombination zurück. Was ist bitte der Sinn von einem diesen ganzen Radiokombinationssendesystem, wenn unser Tresor nur mit der Kombination aus der Anleitung geöffnet werden kann? Ja, das war jetzt tatsächlich eher menschlich zu sprechen, wa? Irgendwie, das klang eher so ein bisschen pisst. Ja, das stimmt. Aber wir haben jetzt zwei Hinweise schon bekommen für Klassenzimmer 4C. Zum wo wir die Rezeptionskarte geholt haben. Und jetzt zu 4B mit dem Safe. Mhm, oder Tresor. Passierschein A38. Genau. Ja, ja. Denke daran, was nicht aufgezeichnet wurde, ist nie passiert. So sieht's aus. So, alles protokollieren. Denk daran, was nicht aufgeschrieben wurde, ist nie passiert. Hole dir die richtigen Formulare bei der Verwaltung und speichere deine Dateien regelmäßig. Genau. Kein Backup, keine Gnade. Genau. So, was haben wir hier vorne? Was denn? Wieder eine Kamera, die uns verfolgt. Ah, hier können wir speichern. Okay. So, ihr kennt mich, ich helfe gerne. So, das, was Benny in Dark Souls als Death-Counter hat, habe ich als Safe-Counter quasi. So, Memorandum und Wandtresor-Kombination. Mir ist zur Kenntnis gelangt, dass mindestens ein Arbeiter der Ausstrahlungsfrequenzen der Tresor-Kombination für den Protector-Wandtresor erfahren hat. Alle Arbeiter, die mit diesem Sicherheitsloch in Verbindung gebracht werden können, sind zu verhören, bis der Schuldige gefunden ist. Sämtliche Radioprivilegien für Mitarbeiter sind bis auf Weiteres suspendiert. Sämtliche Radioprivilegien für Arbeiter sind bis auf Weiteres suspendiert. Adler. Ja, du darfst kein Radio mehr hören, das ist vorbei. Ja, das sind aber auch nicht unbedingt locker lesbare Texte, muss ich mal so feststellen. Nee. Da habe ich ja schon wieder die Arschkarte gegriffen hier, ey. So eine Scheiße. So, kann ich hier hoch? Nee, hier kann ich nicht hoch. Alles klar. Ich frage mich immer noch, wer in den Kameras steckt. Naja, tatsächlich muss das ja noch nicht mal eine Person sein, ne? Das kann ja auch so automatisiert sein. Ach, meinst du, wie so eine Art KI? Star. Eine älteste Einheit. Du sollst diesen Ort verlassen. Diese Anlage ist verloren. Kehr um, bevor es zu spät ist. Ja, also ich würde jetzt gehen. Älster. Wir sind eine älteste Einheit. Ich suche nach dieser Frau. Hast du sie gesehen? Ich kenne sie nicht, aber sie könnte einer der Arbeiter sein. Alle Arbeitergestalten wohnen in der Mine unter der Anlage geschickt. Falls sie noch am Leben ist, ist sie vermutlich dort unten. Okay, wir müssen also in die Minen. Es gibt einen Zugangslift zum Minenschacht, eine Ebene tiefer. Aber man braucht einen Administratorschlüssel, um ihn zu benutzen. So, so. Ui, was ist das hier? Ist das hier der Schlüssel? Und wo findet man vielleicht den Schlüssel? Oh. Der Protektorschlüssel. Nehmen? Absolut. Haben wir. Und wir stehen vor Klassenzimmer 4C. Oh, das ist 4C? Aber wir haben keinen Schlüssel, ne? Doch. Nee, achso, ich dachte mit dem anderen. Schnotzereiki. Dann müssten wir mal nach nebenan, denn wird da ja wahrscheinlich 4B sein, ne?
So, hier nicht. Achso, warte mal, soll ich erstmal, ich guck erstmal die anderen noch hin, mal irgendwie. Sicher, sicher. Nee, erstmal ist gut. Laufen in den Gängen verboten. Hab Rücksicht auf die Nachbarn. Jeder kann dich laufen hören. Schön. Gott. Hab Rücksicht oder so. Jeder kann dich laufen hören. Irgendwie, das hat so was Chinesisches und alles, so diese Propaganda, alles. Das ist rot. Oh, warte mal. Oh, hier haben wir ein Safe. Ja, aber wir haben, glaube ich, noch nicht die Kombination dafür. Aber dann sind wir ja im Klassenzimmer 4B. Hm. Okay. Und der setzt sich ja immer wieder zurück auf den Standardcode. Wir müssen herausfinden, was der Standardcode ist.